Ich starte meinen Morgen damit, dass ich die Augen schließe, mich mit meinem Herzen verbinde und erstmal mit einem positiven Gefühl in den Tag starten kann. Mir ist es tatsächlich ganz, ganz wichtig, mich morgens gut anzuziehen, mich auch zu schminken, weil das ganz viel für mein Wohlgefühl ausmacht. Und wenn ich mich selbst sexy fühle, wenn ich mich selbst gut angezogen fühle, wenn ich weiß, ich sehe einfach gut aus, dann fühle ich mich auch entsprechend. Und jetzt geht's schon los mit meinen ätherischen Ölen, die mich so den ganzen Tag über begleiten. Und ich starte morgens mit einem Tropfen Grapefruitöl im Wasser. Das ist so mein natürlicher Muntermacher am Morgen. Und weiter geht's dann. Heute habe ich mich für Chia entschieden. Das ist eine Mischung, die ich jetzt in dem Fall hier selber gemacht habe. Und das gebe ich dann jetzt auf meine Fußsohlen auf. Und das ist einfach so was Belebendes, was Erheiterndes und es riecht unglaublich gut. Es ist mir ganz, ganz wichtig, mehrmals täglich einfach in Ruhe ein Getränk zu genießen, sei es jetzt wie in dem Fall hier ein Tee oder mein Coa Wach, einfach dann diese 10 Minuten auch in Ruhe zu sitzen und mich einfach nur auf das Getränk zu konzentrieren und sonst nichts anderes zu tun. Und dann starte ich den Tag immer mit einer Runde EFT. Und da benutze ich am liebsten die Klopfanleitung von Krista Graves. Den YouTube-Kanal verlinke ich euch auf jeden Fall mal unten in der Infobox. Da könnt ihr euch einfach ein passendes Thema aussuchen und eine Klopfanleitung von ihr mitmachen. Hier habe ich mich zum Beispiel für eine meiner liebsten Klopfanleitungen entschieden. Das ist die für Selbstliebe. Und weiter geht es mit meinen ätherischen Ölen. Das hier ist mein Diffuser und der bekommt jeden Morgen entweder hier eine Mischung, das ist meine liebste Mischung, Pfefferminze und wilde Orange. Das einfach hat was Motivierendes, was Belebendes, hebt auch die Stimmung und da suche ich mir immer für jeden Tag was Passendes raus. Das kommt dann in den Diffuser, wird angeschalten und begleitet mich so am Morgen und am Vormittag. Wenn ihr Fragen zu meinen ätherischen Ölen habt, schaut euch gerne die Videos an, die ich dazu schon gemacht habe, oder schreibt mir auch gerne eine Nachricht. Das hier ist ein Einblick in die verschiedenen Öle, die ich so habe, aber das sind bei weitem noch nicht alle. Und wenn ich meinen Diffuser für den Tag dann vorbereitet habe, geht es an meinen Schreibtisch. Und ich höre beim Arbeiten unglaublich gerne ASMR-Videos. Wirklich, ich liebe das total. Und das hier ist aktuell gerade mein liebster ASMR-Kanal, den ich euch auch gerne unten in der Infobox verlinke. Ich habe mich jetzt hier mit meinem Kurwach zählt irgendwie auch zu einer meiner Alltagsroutinen. Also das, was für andere halt der Kaffee ist oder der Tee ist, ist halt am Nachmittag, kurz bevor ich die Kinder hole, meine Tasse Kurwach und meistens ein Glas Wasser dazu. Und ihr habt jetzt schon einen ersten Einblick bekommen in meine Alltagsroutinen, also die Dinge, die ich täglich mache. Ihr habt auch ein paar Dinge gesehen, die ich nur ein paar Mal im Monat zum Beispiel mache. Und ich wollte jetzt nochmal ganz allgemein über Routinen sprechen, wie ich meine Routinen geschaffen habe, was mir wichtig ist bei meinen Routinen. Ich habe auch ein paar Fragen zum Thema Routinen bekommen, auf die ich jetzt noch so ein bisschen gerne eingehen möchte.
erstmal zu meinen Routinen. Also all die Routinen, die ihr heute seht, sind Dinge, die mich im Alltag stärken. Und ich habe es halt geschafft, dass sie einfach ein tägliches Programm geworden sind, was ganz natürlich für mich ist, wo ich, also einige Dinge muss ich noch wie eine Art To-Do in meinen Kalender schreiben. Das ist am Anfang immer so, bei eigentlich allen Sachen, es einfach für mich so eine tägliche Erinnerung ist, oder wenn ich merke, ich lasse es mal wieder schleifen, oder gerade wenn es dann mal wieder ein bisschen irgendwie so schlechte Tage gibt, reflektiere ich dann, okay, welche Routine hast du in letzter Zeit schleifen lassen? Das ist dann manchmal sowas wie EFT zum Beispiel, oder dass ich meine ätherischen Öle nicht mehr täglich eingesetzt habe. Und sobald mir das auffällt, schreibe ich das wieder als ein To-Do-Punkt in meinen Kalender, bis es sich wieder von ganz alleine etabliert hat. Und wie gesagt, das sind alles Routinen, die mir Energie schenken, die mir helfen, meinen Energiehaushalt auf einem relativ guten Level zu halten, die mir helfen, geduldig mit den Kindern zu bleiben, die mir helfen, bei mir selbst zu bleiben, aber auch mich persönlich immer weiterzuentwickeln und das quasi wie nebenbei. Und das ist mir eigentlich sehr, 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 sehr wichtig und ich bin auch sehr glücklich und sehr stolz, dass ich das so geschafft habe, dass ich solche Dinge echt täglich mache. Und ich habe die Fragen bekommen, es ging alles so in die Richtung, dass die Leute gewisse Routinen etablieren wollten und es halt einfach nicht dauerhaft geschafft haben. Und deswegen wollte ich kurz teilen, wie ich es mache, wenn ich eine neue Routine etabliere. Erstmal ist es wichtig, dass es eine Routine ist, die auch wirklich einen Nutzen für mich hat. Also, dass es nicht eine Routine ist. Nehmen wir mal als Beispiel eine Routine, die ich nie geschafft habe zu etablieren, ist zum Beispiel täglich Journaling zu machen. Habe ich immer wieder versucht, mich täglich hinzusetzen, täglich über meine Ziele zu schreiben, über gewisse Dinge zu reflektieren. Ich habe es einfach nie geschafft, als Routine zu etablieren, weil es für mich nicht funktioniert. Es gibt einige Dinge, die für andere Menschen unglaublich gut funktionieren. Das ist auch ein gutes Beispiel, ist Morgenroutine, ne? Andere Menschen, die morgens erstmal aufstehen, erstmal meditieren und Sport machen und Tagebuch schreiben und was auch immer. Das funktioniert für mich persönlich morgens nicht. Ich kann morgens nicht eine halbe Stunde meditieren. Ich möchte morgens auch einfach keinen Sport machen. Und Tagebuch schreiben kann ich morgens auch nicht in Ruhe. Ich stehe auch dafür nicht eine Stunde eher auf. Es gibt Routinen, die funktionieren für andere wunderbar und für mich selbst einfach nicht. Und das muss ich auch anerkennen. Jeder Mensch ist anders, jeder Mensch ist individuell. Also wenn es Routinen gibt, die du einfach nie in deinen Alltag integriert bekommst, vielleicht ist es einfach nicht dein Ding. Ich werde auch im Laufe des Videos auf eine Sache eingehen, wo ich seit 1,5 Jahren versucht habe, eine Routine zu etablieren, es nicht geschafft habe, bis jetzt. Man muss auch manchmal erst seinen Weg finden. Ansonsten, also die Routine muss prinzipiell erstmal zu euch passen, ne? Und muss euch auch dienlich sein. Es darf nicht sein, weil anderen das gut tut oder weil es cool wäre, diese Routine zu etablieren. Genau, es muss halt so euer Ding sein. Vielleicht ist es auch noch nicht die richtige Art, wie ihr es versucht habt. Und ihr müsst halt einfach auf anderen Wegen vielleicht nochmal versuchen. Ansonsten, here we go, wie ich das immer mache. Wie gesagt, es muss erstmal eine Routine sein, wo ich sage, ja, da habe ich mega Bock drauf. Wo ich auch festgestellt habe, die Sache tut mir auch gut. Nehmen wir jetzt EFT zum Beispiel. Ich habe gemerkt, dass mir das unglaublich gut tut. Und da war auch eine Motivation und ein Wille dahinter, das dann halt auch als Routine zu etablieren. Huch. Und da ging es halt damit los. Ich musste mir erstmal, also bei EFT arbeite ich immer mit Klopfanleitung. Das ist halt was ich brauche dafür. Und da musste ich erstmal Klopfanleitungen auf YouTube finden, bei denen ich Bock hatte mitzumachen. Bei denen ich Bock hatte, die den nächsten Tag auch wieder zu machen. Das ist so mein, ja, als Beispiel da der erste Schritt. Die ersten Tage macht man es, weil man merkt, dass es einem gut tut. Und dann geht es ja los, auch ein bisschen beschwerlich zu werden. Man ist auch ein Ticken weit faul. Und wenn ich das merke, wird es, wie gesagt, eine To-Do-Liste auf, ein To-Do-Punkt auf meiner To-Do-Liste. So habe ich das ja auch mit dem Meditieren gemacht. Und wenn du das dann 30 Tage lang täglich geschafft hast zu machen,
dann etabliert sich das einfach von alleine, weil du dann diesen Effekt, einfach diesen positiven Effekt für dich spürst. Und es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn man manche Routinen nicht täglich macht, wenn man die nur einmal die Woche macht. Oder wie, da kommen dann noch Punkte in meinem Alltag, die würde ich gerne täglich machen, ich bekomme es aber einfach nicht gebacken. Und dann ist es auch okay, die nur ein paar Mal im Monat zu machen für sich. Also auch die Standards ein bisschen runterzunehmen und einfach so deinen Weg für dich finden. Das ist für mich so, das muss für mich passen und nicht für irgendjemand anderen. Es muss für mich einen positiven Effekt haben und nicht für irgendjemand anderen. Es muss nicht der Selbstdarstellung dienen. Also ich eigne mir nicht eine Routine an, um dann bei Instagram sagen zu können, ja, morgens 5.30 Uhr, ich habe schon eine Stunde Sport gemacht. Würde mir im Traum nicht einfallen. Ganz ehrlich. Genau. Manchmal ist es auch wichtig, die Motivation für sich erstmal zu finden. Warum will ich das machen? Warum? Also was tut mir gut daran? Was ist der Nutzen für mich? Was habe ich davon? Und sich das vielleicht sogar auch mal aufzuschreiben. Und wenn man das dann einfach sieht, das als Motivation zu nehmen ist, weiterzumachen. Es hilft auch, wenn man einen Freund hat, der eine ähnliche Routine etablieren möchte oder überhaupt eine Routine etablieren möchte, gegenseitig nachzufragen, hey, hast du es heute schon gemacht? Warum hast du es jetzt seit 3 Tagen nicht gemacht? So, sich auch da gegenseitig ein bisschen zu pushen. Aber ich glaube, das Hauptding ist, wenn man es nicht schafft, eine gewisse Routine zu etablieren, dann hat man noch nicht für sich den richtigen Weg gefunden. Darauf gehe ich später in diesem Video nochmal ein, wenn ich mich nochmal hier vor diese Kamera setze und erzähle, wie ich es geschafft habe, eine Routine zu etablieren, wofür ich 1,5 Jahre gebraucht habe. Was ich auch täglich immer mache, ist, dass ich mich meistens so um die Mittagszeit hinlege, so 10 bis 20 Minuten und meditiere oder eine Hypnose mache, einfach entspanne, ein bisschen was auch für mein Unterbewusstsein tue. Das ist mir wirklich sehr, 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 sehr wichtig. Und was ich gerne regelmäßig mache, wenn es nicht ganz so heiß ist, ist spazieren gehen. Das tut mir einfach gut, das mache ich gerne, da kann ich mich so ein bisschen sortieren, ich komme an die frische Luft. Meistens mache ich es gerne morgens oder dann nochmal nachmittags, aber das ist wirklich was, wo ich auch gemerkt habe, dass mir einfach sehr, sehr gut tut und ich es deswegen als Routine auch etabliert habe. Ich versuche mehrmals die Woche auch so ein bisschen Input in Form von Videos reinzuziehen. Sehr, sehr gerne Gedanken tanken. Ich denke, da ist so für jeden was dabei, für jeden Thema dabei. Und das kann man so schön nebenbei machen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und lesen. Ich lese für mein Leben gern, schon immer. Und es gibt natürlich immer mal so Phasen im Alltag, wo das einfach ein bisschen zu kurz kommt, wo ich vielleicht auch gerade kein gutes Buch habe, was mich wirklich, ja, dazu zieht, dazu inspiriert zu lesen. Aber wenn ich so ein Buch habe oder wenn ich im Flow bin, seit ein paar Monaten läuft es richtig gut, dass ich mehrmals die Woche lese, dann versuche ich das auch echt in meinem Alltag so mindestens 10 Minuten, manchmal auch gerne 30 Minuten oder länger, einfach einzubauen. Das ist so Zeit für mich. Ich weiß, ich tue was Gutes, auch für meinen Geist und für meine persönliche Weiterentwicklung. Es muss nicht immer ein Ratgeber sein, es kann auch gerne ein Roman sein, je nachdem, worauf ich gerade Lust habe. So, ich wollte mich jetzt hier nicht auf die Matte stellen und für euch rumtouren. Ich möchte aber gerne noch was zum Thema Sport sagen. Das hier ist meine Sport- und Yogamatte und was ich auch noch sehr, sehr gerne mache, ist mit dieser Faszienrolle zu arbeiten. Das ist für mich einfach unglaublich entspannend. So, ich hatte ja nochmal erzählt, dass ich mich nochmal vor diese Kamera setzen werde und das ist jetzt genau der Punkt. Nämlich Thema Sport und Yoga.
Yoga ist wirklich etwas, ich fände es unglaublich cool, wenn ich das täglich machen würde. Aber ich habe so meine Phasen, da mache ich das wochenlang täglich, dann mache ich das manchmal wieder wochenlang nicht. Also Yoga ist sowas, das mache ich einfach nach Bedarf. Im Sommer eher weniger bis gar nicht, im Herbst, Winter dann wieder so ein bisschen mehr. Und das ist auch völlig in Ordnung für mich, dass ich das so mache, wie ich da Bock drauf habe. Öfter auch mal an den kinderfreien Wochenenden. Aber das nehme ich so larifari. Also es ist nicht schlimm, dass es keine tägliche Routine ist. Es wäre cool, aber irgendwie ist es halt noch nicht. Vielleicht später mal. Was mir aber ganz, ganz wichtig war, ist, dass ich irgendwie einen Weg finde, Sport wieder in meinen Alltag zu integrieren. Und es ist gar nicht so dieses, ich will rumgesponnen 30 Kilo abnehmen und gärtenschlank sein, sondern es ist so dieses, ich möchte wieder diese tägliche Bewegung in meinem Alltag haben. Und ich habe es nie zustande bekommen. Da waren so viele Punkte, die dagegen gesprochen haben. So dieses, ich kann es nicht morgens, ich kann es nicht abends, da bin ich einfach schon zu müde. Ich kann mich tagsüber nicht dazu motivieren. Die Kinder sind da und bliblablub. Es waren irgendwelche immer Gründe, die dagegen gesprochen haben. Dann waren da zu viele Übungen in dem Programm, die mit Springen zu tun hatten, was ich nicht mehr kann. Oder. Es gab zig Gründe, warum ich es einfach nicht geschafft habe, das 1,5 Jahre lang in meinen Alltag zu integrieren. Und dann kam einfach jemand, der mir erzählte, wie er das macht. Dass er, also meine Masseusin, wir kamen auf das Thema und sie sagte, ich bin auch ein fauler Mensch. Trick Nummer 1, meine Yogamatte liegt einfach prinzipiell immer in meinem Wohnzimmer. Und das hilft tatsächlich. Also diese Yogamatte räume ich nur weg, wenn ich auf dem Fußboden putzen muss. Ansonsten liegt die immer da. Also die darf auch nicht zusammengerollt in der Ecke stehen. Die muss da liegen. Und dann mache ich das tatsächlich auch täglich. Verrückterweise. Dann muss es kein 30-Minuten-Programm sein. Es muss auch nicht sein, dass ich zwangsläufig schwitze. Ich hasse es zu schwitzen. Und da hat sie mir auch gesagt, mach 5 Minuten täglich. Mach Übungen, die du magst, die dir vertraut sind. Liegestütze, Sit-Ups, Superman. Was mache ich noch? Kniebeugen. So ganz einfache Sachen. Es dauert wirklich nur so eine Werbelänge ungefähr. Und ich habe es geschafft und mache, also es sind jetzt erst ein paar Wochen, aber ich bin jetzt, glaube ich, bei 5 oder 6 Wochen, wo ich jetzt täglich diese 5 Minuten mache und ich merke an meinem Körper eine Veränderung. Ich merke, dass ich weniger Rückenschmerzen habe. Ich merke, dass sich meine Form verändert, dass ich mich wohler fühle. Und ich musste einfach nur meinen Weg dahin finden. Die Art und Weise finden, wie es für mich am besten passt. Und es hat halt leider 1,5 Jahre gedauert, aber jetzt bin ich zum Glück da. Also es ist dieses Ausprobieren, nicht aufgeben, die Routine für sich nie abschreiben, sondern irgendwann findet man seinen eigenen persönlichen Weg, wie man es integrieren kann. Ich liebe Journaling und ich nutze da sehr, sehr gerne den Journaling-Podcast von meiner lieben Maxine, den ich euch sehr, sehr gerne auch mal unten in der Infobox verlinke. Ich schaffe es nicht täglich zu journalen. Muss ich auch nicht, ist auch gar nicht schlimm. Ich mache es mindestens 2-mal im Monat, am Sonntagvormittag, wenn die Kinder nicht da sind und wenn mir mal danach ist, wenn ich ein bestimmtes Thema habe oder wenn mich eine bestimmte Podcast-Folge von Maxine sehr, sehr reizt. Ich mache das zu verschiedenen Themen, die mir so im Kopf rumspuken. Ich mache auch von Maxine gerne die Monatsmediflexionen, um einfach den vergangenen Monat zu reflektieren und mich auf den neuen Monat vorzubereiten. Ich nutze auch sehr, sehr gerne den Neumond zum Mediflektieren. Da habe ich euch auch mal ein Video zu abgedreht. Das verlinke ich euch auch gerne nochmal unten in der Infobox. Ich hoffe sehr, dass euch mein Video gefallen hat. Ich freue mich jetzt sehr auf eure Kommentare, wenn ihr mir schreibt, was so eure Routinen sind. Und bis ganz bald. Tschüss!